Das Bundesjugendorchester ist gerade von einer erfolgreichen Südafrika-Tournee zurückgekehrt. Die Konzertreise fand ihren Höhepunkt vor begeistertem Publikum im ausverkauften Rathaus in Kapstadt. Warum Südafrika? Also, es gibt eine langjährige Beziehung zwischen Miyagi, Music is a Great Investment, und dem Bundesjugendorchester. Eine Freundschaft, und vor knappe 10 Jahren war das Orchester bereits zum ersten Mal hier. Das Orchester, das Bundesjugendorchester, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, und natürlich, man zelebriert hier in Südafrika 25 Jahre Demokratie. Und die zwei Sachen kamen so schön zusammen. Es war ein Anliegen des Orchesters, nochmal hier in Afrika zu sein, und das hat wunderbar gepasst. Und wir sind auch so froh, hier in Kapstadt die Höhepunkt unserer Tournee zu genießen, und auch an Cape Philharmonic für die Einladung. Unsere Stücke machen so viel Spaß und sind auch so interessant und auch sehr vielfältig von der Auswahl an Stücken, die wir spielen. Also zum Beispiel die 3 African Songs beziehen sich ja ausschließlich auf Afrika, wohingegen Brahms ein urdeutsches Werk ist. It's been a really beautiful experience because the German Youth Orchestra, under the leadership of Alexander Shelley, and I have had to do this dance where their classical world and their very rigid way of reading and experiencing song and notes have had to meet a chant style, which is essentially just the cyclic way of singing folk songs. So we've had to meet each other halfway, where I sing in a more predictable way, and also where they lend themselves to sort of call and response and improvisation, which is how Africans are usually singing. So it's been a beautiful combination of the two worlds. Genauso wie bei professionellen Orchestern müssen die Bewerber sich durch ein Vorspielen qualifizieren. Nur die 100 Besten aus ganz Deutschland bekommen eine Chance. Die jungen Musiker erhalten nicht nur die Möglichkeit, von Orchesterprofis zu lernen, sondern auch unter großartigen Dirigenten zu spielen, wie Kurt Masur, Kirill Petrenko, Herbert von Karajan, Gustavo Dudamel und Sir Simon Rattle. Auch mit Popgrößen wie Sting und Peter Maffay gab es schon Konzerte. Wir als Miyagi, die in Europa waren und auch Erfahrung haben mit was deutsche Kinder sehen würden, gerne sehen würden, wenn sie nach Südafrika kommen, wir haben das Tournee so angesetzt. Es war Tourismus, Tiere, Landschaft, aber auch soziale Kontakte, dass man in diese Gebiete wie Soweto, wo wir eine Musikschule haben, diese integrierende Begegnungen und Austausch und Erfahrungen. Und da waren diese jungen deutschen Musiker sehr offen. Es ist so ein großes Land und unglaublich faszinierend. Und wir haben noch lange bei weitem nicht alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Das ist alles sehr anders als Deutschland natürlich. Auch die Musik und die Kultur ist ganz ungewohnt. Und ja, gerade für uns Musiker ist es super spannend zu sehen, wie die Musiker eben ihre Musik hier in Südafrika spielen und wie sie tanzen, wie sie singen. Ich glaube, abgesehen vom Musikalischen ist das auch menschlich für unsere jungen Musiker was ganz, ganz Besonderes gewesen, weil wir waren in Durban, wir waren in Johannesburg, wir waren hier in Kapstadt, wir waren auch in Soweto beispielsweise, und wir haben auch die Townships gesehen und mit jungen Musikern aus Südafrika und aus den Townships Seite an Seite musiziert, was musikalisch schön war, aber auch, wie gesagt, menschlich ganz tief eingedrungen ist bei den Musikern. Also es war eine ganz besondere Tournee.